die menschenwürdigste Staatsform ist die Demokratie. Ich möchte selber entscheiden, wer mich regiert, und möchte das auch zum Ausdruck bringen. Gott, freie Wahlen, freie Meinungsäußerung. Also menschenwürdig leben kann man nur in einer Demokratie. Und jetzt kommt die Situation, die Sie auch mit den autoritären Regimen gekennzeichnet haben. Die nehmen zu in der Welt. Das heißt, Demokratien fangen an zu schwächeln. Zum Beispiel die amerikanische Demokratie. Wir werden nächste Woche wissen, was passiert ist in den Bei den Wahlen. Nicht? Also wir müssen sehr aufpassen, auch die jungen Leute, dass sie sich nicht nur auf die Klimakatastrophe konzentrieren, sondern dass sie auch sagen, wir brauchen die Demokratie. Wie ist China mit Covid umgegangen? Radikaler Lockdown, wird bei uns nie passieren. Da gäbe es öffentliche Meinung, da gab es Diskussion, da werden Wissenschaftler, das ist alles weg in einer Diktatur. Das heißt, die Lebensform, die auch mit Krisen umgehen kann, ist die Demokratie. Aber es gibt ja einen beträchtlichen Unterschied, wenn wir jetzt mal die beiden meist diskutierten Beispiele nehmen, einen ganz großen Unterschied etwa zwischen dem chinesischen Modell und dem russischen Modell. Es sind beides keine Demokratien, also das ist klar. Ne? Aber wie würden Sie das russische Modell bezeichnen? Also was ist für Sie Russland und was ist für Sie China? Na, China ist zweifellos ein autoritäres System, aber es ist ein erfolgreiches Modell. Also was jetzt die Ökonomen, meine, das hat ja auch was mit Menschenrechten zu tun, wenn hunderte von Millionen Menschen in kürzester Frist, das ist historisch einmalig, aus extremer Armut gebracht worden sind. Stimme ich hinzu. Und was mir China-Kenner sagen, ist, dass es also auf der lokalen Ebene durchaus Formen von Partizipation gibt, die relativ weit entwickelt sind. Wir kennen die Menschenrechtsverletzungen, die es gibt. Uiguren, Stichwort. Also das ist hier gar nicht zu leugnen. Aber China hat einen eigenen Entwicklungspfad eingeschlagen. Ja. Und man wird sehen, wie das geht. Es ist jedenfalls ein erfolgreiches Modell. Russland ist kein erfolgreiches Modell, sondern Russland ist heute, man kann schon sagen, ein semi-peripheres Land, was also in der Weltwirtschaft. Und ist eine Diktatur oder was ist Russland? Hat sich zu einer Diktatur entwickelt. Also ich hätte noch Anfang der 2000er Jahre hätte ich auch gesagt, ein semi-autoritäres System. Inzwischen hat sich es in Richtung eine richtige Diktatur entwickelt. Riecht nach auch Stalin. Auch wenn es immer noch Formen von sozusagen geduldetem, also Nebenexistenzen, politisch meine ich jetzt, die nicht unterdrückt werden. Aber sehe ich nicht. Das Problem ist, dass das russische Modell heute ganz einseitig auf Rohstoffausfuhr ausgerichtet ist. Sie haben es bis heute nicht geschafft, die Wirtschaft wirklich zu diversifizieren. Und es ist in hohen Maßen parasitär, also was wir mit der Oligarchenwirtschaft betrachten, die es ja in anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion auch gibt. Genau. Also wir reden über verschiedene Arten von Menschenrechten. Das haben Sie eben auch erwähnt. Es gibt die Menschenrechte, die heißen soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Ein großer Block der Menschenrechte im Völkerrecht. Und dann haben wir die Bürgerrechte. Also dieses Element, Menschen aus der Armut rauszuholen, das haben die Chinesen in großem Umfang geschafft. Hunderte von Millionen, die früher nicht einmal eine Schale Reis haben oder wie Wei Wei in seinen Erinnerungen schreibt, in einem Erdloch gelebt haben, haben sie rausgeholt. Und daraus schöpfen sie jetzt das Argument, das gibt uns das Recht, die bürgerlichen Rechte nicht so zu wahren, wie sie
in den internationalen Vereinbarungen stehen. Wir haben schließlich das geschafft. Und die Russen legen überhaupt keinen Wert mehr auf eine wirtschaftliche Entwicklung. Eine halbe Million, vor allen Dingen junge Leute, haben das Land verlassen. Nicht? Also es gibt keine Investitionen. Jemand hat gesagt, das ist eine Tankstelle mit Atomwaffen. Also die haben überhaupt kein Gefühl, dass sie das Land entwickeln müssen. Und entwickeln heißt nicht nur Quadratkilometer zu entwickeln, sondern sie müssen Datenströme entwickeln, sie müssen Technologien entwickeln, sie müssen Handel betreiben. Und sie haben die Chinesen haben immer noch eine etwas eingeschränkte kollektive Führung. Der Putin hat das überhaupt nicht mehr, der ist alleine. Ich will nur darauf hinaus, also der Logik auch Ihres Buches auch folgend, Herr Brandt, heißt das, Handel mit China ist okay, also die Art von Menschenrechtsverletzungen, die tragen wir dann, weil es auch wichtig ist für dieses deutsche Erfolgsmodell. Und mit Russland bitte nicht mehr. Das ist nicht meine Position. Der Handel ist sowieso okay, wenn er nicht zu sehr zu einseitiger Abhängigkeit führt. Das heißt, wir können mit Diktaturen auch Handel treiben? Ja, natürlich kann man mit Diktaturen handeln. Man muss mit Diktaturen Handel treiben. Das geht gar nicht anders. Wie gesagt, also das darauf ist ohnehin zu achten, dass es die Abhängigkeit keine einseitige Abhängigkeit ist. Aber das, was heute kritisiert wird, die günstigen Gaszulieferungen, das waren Interessen, die dahinter standen. Das waren nicht bekloppte Leute, die sozusagen nicht wussten, was sie da taten. Das waren Interessen, die kann man auch kritisch in den Blick nehmen. Wir können uns in einer wunderbaren Normalität einrichten mit billigem Gas. Nicht? Ja. 34% der Gaslieferung kam am Ende aus Russland. Nicht? Das ist eine wunderbare Kulturförderung. Sogar noch mehr. Sogar noch mehr. Das Öl noch dazu. Interessant ist, weil wir heute auch über Familiengeschichte sozusagen reden, Ihr Vater hat genau diesen Gashandel mit Russland ja unter anderem mit bewerkstelligt. Ja. Naja, das waren die Anfänge. Ganz anders. Ja. Ich fand nur interessant, in einem Spiegel-Interview mal gefragt nach der Frage, wie viel darf das denn sein? Also wie viel russisches Gas? Sagt er, irgendwo was zwischen 10% und 15%, so habe ich das im Kopf. Aber mehr sollte es nicht werden, weil sonst entsteht, Achtung, eine zu große Abhängigkeit. Naja, das war natürlich sowieso eine andere Situation mit den beiden festgefügten Blöcken. Die man nicht mehr hat. Wir haben dafür viele andere Probleme. Generell denke ich, das wird ja häufig durcheinander gebracht. Also die neue Ost- und Deutschlandpolitik beginnt in den 60ern, dann durchgesetzt in den 70ern. Das war nicht Wandel durch Handel. Das war sozusagen ein Nebenaspekt davon. Ein Abfallprodukt quasi. Ja, also es war ein Teil, kann man sagen. Nein, es war schon ein Teil. Und es wurde ja auch von großen Teilen der deutschen Industrie unterstützt. Darf man auch nicht vergessen. Die deutsche Industrie hat weitgehend unsere Ostpolitik unterstützt. So könnte man das sagen. Wir können jetzt darüber spekulieren, ob es ohne das überhaupt machbar gewesen wäre. Aber nur, was ich sagen will, ist, das Konzept war nicht einfach Wandel durch Handel. Also durch Handel ist dann eher, könnte man eher als Überschrift für die Politik der Regierung Merkel setzen. Wobei ich jetzt dazu sage, das waren große Koalitionen. Also wir haben 1975 diese historische Vereinbarung von Helsinki, also eine Partnerschaft mit den Sowjets, von Vladivostok bis Vancouver. Und in dieser Vereinbarung sind drei Elemente: Friedenssicherung, Wirtschaftsaustausch und Menschenrechte. Ja. Und das war eine wunderbare Vereinbarung, die bekräftigt worden ist 1990 nach dem Zerfall der Sowjetunion in einem Freiheits- und Friedensabkommen dieser Staaten. In Paris.
in Paris. Mhm. Und das wäre auch jetzt und wäre nach 90 eine wunderbare Brücke der Gemeinsamkeit auch mit Russland gewesen. Mhm. Aber Putin hat das alles zertreten. Gut, also darüber könnte man natürlich streiten, ob es Putin alleine war. Ja, doch, aber ich will doch mal sagen... Können wir darüber mal ganz kurz streiten tatsächlich? Ja. Wer war es dann? Ich hab einen Satz von Ihnen hier zu dem Thema. Warten Sie eine Sekunde. Wo Sie sagen, also sozusagen sinngemäß, die Frage, ob Russland alleine schuld ist an diesem Krieg, der jetzt mitten in Europa stattfindet, die müsste man mal diskutieren. Ja, also ich habe es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich will jetzt nicht Beckmesser. Es gibt eine allseitige Militarisierung, sagen Sie, da habe ich ihn. Es ist keineswegs so, dass ich die russische Seite von diesem Eskalationsmechanismus freispreche. Der Unterschied zur vorherrschenden Richtung ist vielleicht der, dass ich es nicht nur bei Russland sehe. Gut. Meint im Grunde fast das Gleiche. Ne? So, also es ist ja praktisch unbestritten, dass Russland seit dem 24. Oktober dieses Jahres einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. Mhm. 24. Februar. Was habe ich gesagt? Oktober. Ja, 24. Februar. Genau, wir wissen, was Entschuldigung. Genau ist. 24. Februar. Und ich habe auch kaum Leute getroffen, die der Ukraine empfehlen, einseitig zu kapitulieren oder ihr Selbstverteidigungsrecht bestreiten. Das ist die eine Seite. Mhm. Die andere Seite ist, dass die Vorgeschichte viel komplizierter ist. Und da in der Tat sage ich, das war ein Mechanismus, wo beide Seiten beteiligt waren und wo nicht genügend überlegt worden ist, die Sicherheitsinteressen Russlands mit in den Blick zu nehmen. Wie denn? Naja, also die ganze NATO-Osterweiterung ist problematisch. Die wäre für jede denkbare russische... Überhaupt nicht. Die wäre für, ist überhaupt nicht für jede denkbare russische Regierung problematisch gewesen. Ja, und zwar völlig unabhängig davon, ob es da ein bindendes Versprechen gegeben hat, nicht über die Oder hinaus zu erweitern oder nicht. Mhm. Also Bismarck hat mal was sehr Kluges gesagt. Bei Beziehungen zwischen Staaten... hat überhaupt manches Kluge gesagt. Mhm. Bei Beziehung... Und manches wenig Kluges. Ja, er war natürlich ein scharfer Gegner meiner politischen Vorgänger. Ja, aber, und meiner auch. Ja, das stimmt, richtig. Also, nochmal, Neuansatz. Das, was er meiner Meinung nach hier gesagt hat, bei Beziehungen zwischen Staaten kommt es nicht so sehr auf die Absichten an, weil die kennen wir auch nicht wirklich. Mhm. Es kommt auf die Potenziale an. Mhm. Und wenn sozusagen eine ganze Gruppe von Staaten von dem einen Bündnis in das andere übertritt, dann ist das ja eine Kräfteverschiebung. Wir sind doch kein aggressives Bündnis. Ja, das ist immer nett gesagt. Aber die Frage ist ja, wie es von der anderen Seite aus wahrgenommen wird. Das ist eine totale Fehleinschätzung. Wie können wir denn souveränen Staaten wie den Polen vorschreiben, in welchem Bündnissystem sie sind? Österreich hat man es auch vorgeschrieben. Österreich hätte die Befreiung von den Besatzungsmächten nicht bekommen. Also das ist eine Legende, dass sie sich durch die NATO bedroht fühlt. Der Putin fühlt sich bedroht durch sein eigenes Volk, gegen das er regiert, nicht wahr? Nein, nicht nur Putin fühlt sich bedroht. Russland, große Teile Russlands fühlen sich bedroht. Ich war jetzt in Russland unterwegs viele Jahre. Die wollen so leben wie wir in Freiheit. Die fühlen sich durch die NATO nicht bedroht. Wen hat denn die Bundeswehr bedroht? Wir haben eine Parlamentsarmee. Dann hätte der deutsche Bundestag einem Überfall auf Russland zugestimmt. Ich meine, also, diese NATO-Legende ist wirklich... Ich meine, wir als Deutsche haben ganz Osteuropa überfallen, haben gemordet, haben Polen überfallen, die baltischen Staaten. Und wir wollen jetzt ihnen vorschreiben, ob sie in die NATO eintreten oder nicht. Nein, das ist ja passiert. Das ist ihr gutes Recht. Es ist für, ich sage ja nicht mehr, als dass es für die russische Seite problematisch ist. Ja, warum?
Ist es wir bedrohen sie doch ja, nicht. Ist eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse. Aber wir bedrohen sie doch ja, nicht. Sagen, die NATO, ist, NATO bedroht doch niemanden. Ja, das sagt die NATO. Russland aber die russische uns. Seite nimmt es anders wahr. Ja, aber, und auch Gorbatschow, der im Westen sozusagen hochgehandelt wird, hat mehrfach den Westen kritisiert, weil er sagt, er hat mehrfach den Westen scharf kritisiert. Im Mai 1990 hat sich Gorbatschow mit Bush Senior in Camp David getroffen. Und da hat der Bush gesagt, wie wollen Sie eigentlich diese Staaten daran hindern, ihr Bündnissystem selber zu wählen? Da haben Sie doch in Helsinki zugestimmt. Und dann hat der Gorbatschow sich zurückgelehnt und hat zum Entsetzen seiner Begleitung gesagt, Herr Bush, Sie haben recht. Und dann ist Deutschland in die NATO aufgenommen worden und die Osteuropäer auch. Wobei er recht hat, die Kritik kam dann viele Jahre später. Ne? Genau. Aber es gab diese Kritik und das klang dann tatsächlich so, aber es gibt doch, als hätte er vorher mit Putin telefoniert. Das ist wahr. Aber ich meine, wir sind uns doch einig, das gibt keine Rechtfertigung für einen aggressiven Vernichtungskrieg. Natürlich gibt es die nicht. Ja. Die gibt es völlig unabhängig davon nicht. Nur aber warum diskutieren wir es dann? Es geht doch um einen Mechanismus, um einen Eskalationsmechanismus schon vor dem Selbstvernichtung Krieg. Selbstvernichtung oder gemeinsame Sicherheit. Ne? Das ist sozusagen. Aber wenn Sie den Putin heute lesen, was der im Kopf hat, der will die Welt verändern, der bekämpft den Satan. Unser System ist ein System des Satan. Er fühlt sich vom Schicksal berufen, Großrussland wiederherzustellen. Ja, das haben Sie alles und recht. Alle, wir sollen alle aus der NATO wieder austreten. Der Mann hat einen Größenwahn. Nicht wahr? Mit dem er die Welt beglücken will. Er ist ideologisch festgesetzt. Und das, ich meine, jetzt eine NATO-Diskussion zu führen, was ist das? Im Grunde, wir haben damals zusammen eine neue Ostpolitik gemacht. Gegen erheblichen Widerstand der Deutschen. Ja, also Konservativen. Ich nicht, aber. Nein, wir, unsere beiden Parteien. Okay, ja. Und ich weiß noch, wir haben eine Wahl gehabt, die haben wir verloren. 1969. Die Liberalen haben die Wahl verloren. 5,8. Saßen im Präsidium, der Scheel kam zurück und sagt, ich habe gerade mit Willy Brandt telefoniert, wir machen eine Koalition. Dann hat er sich umgeguckt und hat gesagt, wer nicht mitmacht, kann gehen. Und dann sind ja auch Teile der FDP, Gott sei Dank, gegangen. Dieses ganze Mendes-System. Und wir haben die sozialliberale Koalition gemacht. Das war eine Grundlage. Und deshalb ärgere ich mich, das sage ich jetzt mal dem Sozialdemokraten. Es wird immer von Brandt und Bahr geredet. Ohne uns war keine Mehrheit dafür da. Wir wollten das. Es war Brandt-Scheel. Richtig. Bei mir gibt es immer die Regierung Brandt-Scheel. Bitte, wunderbar. Ja. Wir haben das war mit Herzblut gemacht. Auch wir Jungen in der FDP. Ja. Wir haben die FDP verändert. Mhm. Nicht, was ich vorhin sagte. Wenn eine Partei eintritt, kann man sie auch verändern. Mhm. Ja. Nochmal zurück zu dieser Frage. Ja. Also wer hat sozusagen, ist ja eine Frage, die seit Beginn dieses Krieges, seit dem 24. Februar, mit großer Leidenschaft diskutiert wird. Die Frage, inwieweit hat sozusagen der sogenannte Westen mit Schuld daran, die NATO, wer auch immer, dass dieser Krieg jetzt in der Ukraine so stattfindet, wie er stattfindet. Die Frage wäre, Herr Brandt, was ist denn die Konsequenz daraus? Ist die Konsequenz daraus, dass man die Ukraine uneingeschränkt unterstützt in ihrem Recht auf Selbstverteidigung, was dann sehr unangenehme Entscheidungen zur Folge hat? Ja. Was zum Beispiel dann die Frage beinhaltet, liefern wir jetzt die Waffensysteme, die die brauchen, zur Selbstverteidigung oder tun wir das nicht? Wie würden Sie das sehen? Ich habe in Ihrem Buch im Kopf so den Gedanken, da gibt es speziell auch in der Öffentlichkeit, auch im Fernsehen, auch in Sendungen wie dieser, immer so dieses Gefühl, jeder, der das skeptisch sieht, der diese Waffenlieferungen für problematisch hält, der wird sozusagen sofort niedergemacht von einer Meinungsführerschaft, die der Meinung ist, man muss das unbedingt tun. Nehmen Sie das wirklich so wahr? Naja, in der Frühphase des Krieges hatte ich den Eindruck, in Diskussionsrunden gab es immer einen Watschenmann, meistens war es ein Mann, der sozusagen zu den Skeptikern gehörte und der wurde dann verhackstückt. Ich habe den Eindruck, dass es sich ein bisschen verändert hat, also dass die Diskussion etwas offener geworden ist. Mhm. Um es nochmal zu sagen,
es wird immer unterstellt, dass jeder, der einen kritischen Einwand bringt, die Ukraine zur Kapitulation auffordert. Aber es ist ein Krieg in Europa. Es ist zunächst mal ein Verteidigungskrieg der Ukraine und insofern gerechtfertigt. Es ist aber auch ein Stellvertreterkrieg gleichzeitig. Ja, für die Demokratien. Ja, ich würde sagen, zwischen Russland und den USA und der NATO auf der anderen Seite. Nein. Und ein Stellvertreterkrieg. Und insofern hat er einen Doppelcharakter. Mhm. Das heißt, der Krieg geht nicht nur die unmittelbar Kriegführenden an, sondern die ganze Welt. Geht auch andere an. Mhm. Die, wenn man drüber nachdenkt, natürlich können wir hier nicht in unserer Runde den Friedensvertrag machen. Aber wenn man drüber nachdenkt, also was könnte eine Lösung sein, dann kommt man ja relativ schnell zu dem, was Selenskyj selber inzwischen zurückgezogen, Selenskyj selber in der Frühphase des Krieges ins Gespräch gebracht hat. Das natürlich müsste so etwas abgesichert sein. Also die Welt hat sich verändert. Wir haben ein Völkerrecht seit 1945. Zum ersten Mal hat die Welt sich vereinigt mit dem Versprechen, wir sichern den Frieden durch Bewahrung der Menschenrechte. Zum ersten Mal in der Charta der Vereinten Nationen. Und wir sagen, nie wieder Krieg. Gewalt nur Selbstverteidigung oder Sicherheitsrat. Und dieses System ist von einem ständigen Mitglied des Sicherheitsrates, den Russen, jetzt ins Wanken gebracht worden. Es ist praktisch nicht mehr von einem großen Staat in diesem Sicherheitsrat mit großer Wirkung, ist es praktisch in Frage gestellt worden. Und zum ersten Mal bedroht uns mitten in einem Krieg uns, die wir die Charta der Vereinten Nationen verteidigen, jemand mit Atomwaffen. Das habe ich seit 1945 nicht erlebt. Es ist kein regionaler Konflikt. Er wirkt sich auf die ganze Welt aus. Aber Sie haben gerade vehement widersprochen, ist es in Wahrheit ein tiefergehender Konflikt im Sinne von, ist es ein Stellvertreterkrieg? Nein, überhaupt. Ist es in Wahrheit ein Krieg zwischen Russland und den USA? Nein, es ist ein Krieg zwischen denen, die das Völkerrecht verteidigen, und die Menschenrechte zwischen denen, die es mit den Füßen treten. Das ist die Situation. Insofern verteidigt die Ukraine auch uns, unsere Prinzipien, mit dem Unterschied, dass wir Waffen liefern und die opfern ihr Leben, nicht wahr? Das ist ja ein großer Unterschied. Warum tun sie das? Weil sie frei sein wollen. Nicht? Die Gebiete, die Russland jetzt usurpiert hat, sind unter Diktatur geraten. Und die Russen wollen die Ukraine als Staat vernichten und als Demokratie. Und wir müssen doch im Grunde sagen, verdammt nochmal, dass die so kämpfen. Ich habe jetzt vor 14 Tagen den Zadan gehört, Buchpreis in Frankfurt, wie er geschildert hat, was das mit den Menschen dort macht, in Charkow zum Beispiel, und wie das sich verändert, das Land. Aber das ist wirklich ein Ausdruck von Selbstverteidigung, von Selbstbewusstsein, von Opferbereitschaft. Das ist doch toll, und das betrifft uns alle, die verteidigen die freie Welt.